Der Mann, der den Olympischen Spielen in Sachen Doping die Unschuld raubte, kommt aus Schweden. Hans-Gunnar Liljenvall war ein moderner Fünfkämpfer und hatte zu viel getrunken. Eigentlich hatte Hans-Gunnar Liljenvall gar nichts so Schlimmes getan. Vor dem Schießen bei den Olympischen Spielen im Oktober 1968 in Mexiko-Stadt genehmigte sich der moderne Fünfkämpfer mit seinen schwedischen Teamkollegen Björn Färm und Hans Jakobsen gemütlich zwei Pils. Mehr durften es nicht sein, das hatten sie zur Genüge getestet. Doch für Liljenvall war an diesem Tag das zweite Glas zu viel. Mit 0,81 Promille hatte der Pentathlet das Limit von 0,5 überschritten und Olympia den ersten Dopingfall seiner Geschichte. Alkohol bei Olympia üblich, dabei wollten Liljenvall und Co. lediglich ihr Nervenkostüm beruhigen. Das Trio lag nach den ersten beiden Tagen mit Reiten und Fechten gut im Rennen. An Tag 3 ging es an die Waffe, da musste die Hand ruhig bleiben. Und so griffen in der Fünfkämpfer-Szene damals offenbar fast alle zu den Gläsern. Das haben doch viele so gemacht, sagte Liljenvall, die Franzosen haben dann ein Glas Wein getrunken, bis heute kann sich Liljenvall die krasse Abweichung von der Norm nicht erklären. Wir haben das vorher immer wieder überprüft und ausprobiert, es war sicher, sagte der heute 77-Jährige. Was aber nicht, denn sein Körper spielte an diesem Tag offenbar verrückt, ich hatte einen dreimal so hohen Alkoholgehalt wie meine Kameraden, sagte er, wir sind zwar nacheinander getestet worden, aber das erklärt den großen Unterschied nicht. Dazu kommt, dass ich größer bin als die anderen, die erste Qualifikation wegen Doping bei Olympia, doch die Formel, mehr Körpermasse verträgt mehr Alkohol, griff nicht. Und so wurde Hans-Gunnar Liljenvall als erster Olympiasportler disqualifiziert, die Bronzemedaille dem Team aberkannt. Björn Färm dagegen wurde Olympiasieger im Einzel, dort hatte Liljenvall den 11. Platz belegt, ich bin froh, dass ich nicht auch noch im Einzel eine Medaille geholt habe. Dann hätte ich beide abgeben müssen, sagt Liljenvall. Mexiko hat er inzwischen abgehakt, daran denke ich nicht mehr so oft, vielleicht hätte ihm damals ein zweiter Test geholfen. Doch eine B-Probe gab es bei der olympischen Premiere von Dopingtests noch nicht. Das Kontrollsystem steckte noch in den Kinderschuhen. Erst im Mai 1967 hatte das Internationale Olympische Komitee, IOC, auf der Session in Neu-Delhi beschlossen, ab 1968 bei Olympiatests auf verbotene Substanzen durchzuführen. Dopingtod bei der Tour de France, ein tragischer Todesfall, nur kurz danach bestärkte den Ringeorden in seinen Bemühungen. Es war der 13. Juli 1967, Ort Mouventou. Anlass: Tour de France. Im Kampf um das begehrte gelbe Trikot kollabierte der britische Ex-Weltmeister Tom Simpson kurz vor dem Gipfel. Er stieg nochmals auf sein Rad und erlag kurz danach einem Herzstillstand. Die Obduktion ergab, dass Simpson dehydriert war. Später wurde festgestellt, dass der 29-Jährige Aufputschmittel und Alkohol im Körper hatte. Es sollte weitere 20 Jahre dauern, bis Olympia endgültig seine Unschuld verlor. 1988 in Seoul wurde Sprinterstar Ben Johnson nach seinem Goldtriumph über Carl-Lewis de Stano zu Lull-Dopings überführt. Mit zwei Pils alleine hätte der Kanadier wohl kaum triumphiert.